Was ist das Beste am Sommer? Hitzefrei? Baden gehen? Jeder hat da seine eigenen Vorlieben. Wenn ihr mich fragt, für mich ist das Beste am Sommer der Zirkus. Immer ran! Hier ist noch Platz, glaube ich. Hey, buongiorno, Betty. Signore Bürgermeister! Direkt am Malafosse. Wie lange ist das her? Zwei Jahre? Drei? Zwei, drei. Sie, sie, sie. Aber Sie sehen jung aus wie immer. Na dann. Oh, no, no, no. Grazie. Kein Alkohol. Ich muss noch zaubern. Verstehe. Artistenehre. Und was machen Sie mit dem hier? Das ist unsere neue Sensation. Tsavani, unsere Königin von Namibia. Darf ich Sie mal füttern? Hast du 50 Kilo Bananen dabei? 50. Oder 100 Kilo Brot, 200 Kilo Heu. Dann immer ran damit. So viel frisst sie nämlich pro Tag. Wow, muss ja irre viel Geld kosten. Esatto, das kannst du laut sagen, Mädchen. Apropos Geld, was macht eigentlich meine Platzmiete? Sie wissen ja, die Gemeindekassen sind leer und da wollte ich... Signor Bürgermeister, Sie greifen einem armen Mann in leere Taschen. Geben Sie mir noch ein bisschen Aufschub bis zur ersten Vorstellung und dann bekommen Sie Ihr Geld. Na gut, klar. Also willkommen in Baldau, aber eins muss klar sein, keine Bettelei. Die Tiere waren nicht die einzige Sensation vom Zirkus Malafosse. Ciao, Emma. Ich bin Celine, Toni. Kennst du uns nicht mehr? Oh, doch. Aber ihr seid viel hübscher geworden. Dann bist du Emma. Ich bin Emma. Das ist nur Greta. Die ist nicht von hier. Ich auch nicht. Von wo? Hamburg. Hamburgo, der Hafen. Ich würde so gern mal in einer so großen Stadt auftreten. Das ist mein Traum. Auch Lilie träumte von ihrem großen Auftritt. Schon hingegangen, ohne zu fragen. Darf ich auch hin? Gleich, Schatz. Ich häng noch schnell die Wäsche fertig auf, ja? Tada! Ich kann sowieso schon alles, was man da können muss. Ja? Was denn zum Beispiel? Ach, bravo! Bravo! Vorsicht, Lilie, die Lämmer haben. Wer wohnt hier eigentlich? Wir mit unseren Tieren oder die Tiere mit uns? Ich kann auf Zehenspitzen tanzen. Schatz, das muss man hier auch bald, wenn die Tiere so weitermachen. Hey, nicht, dass die vom Zirkus dich gleich da behalten wollen. Will ich ja. Wann kann ich denn endlich los? Ich möchte in der Maschine auftreten. Das heißt Manege, Schatz. Ja, ja. Tut man nicht so unschuldig. Aber hier ist es auch schön, wunderschön, in Waldeck. Waldau. Waldau. Ihr kommt doch alle zur Vorstellung? Klar, Toni, ich freue mich schon. Ganz sicher, Toni. Ganz sicher nicht. Kommst du auch, Greta? Übermorgen Nachmittag haben wir Premiere. Mal sehen, Toni. Toni! Oh, was ist damit? Dai, muovati! Ihr hört's. Ich muss arbeiten. Ich freue mich auf euch. Ciao. Ciao. Ist der nicht super süß? Naja, noch ein bisschen verwirrt von der Reise, dass er mich nicht erkannt hat. Hey, pass doch auf. Oh, scusi, Signor. Ich fing an, mich auch für die Menschen im Zirkus zu interessieren. Beim Mittagessen erzählte ich ausführlich vom Elefanten. Sehr ausführlich, weil ich Tsavadi so toll fand. Und weil Mamas exotisches Essen mal wieder so merkwürdig roch. Ja komm, bring das weg, Lilie. Sie frisst 200 Kilo am Tag, Minimum. Aber der Direktor hat gesagt, sie muss sich erst noch an die neue Umgebung gewöhnen. Wie viele Elefanten hat er denn? Ein. Tsavadi ist riesig, Papa. Du musst sie dir mal anschauen.
Nur einen. Der Brezel nicht am Tisch füttern, Lili, und schon gar nicht damit. Das ist nichts für sie. Für mich auch nicht. Weißt du, Elefanten sind sehr gesellige Tiere. Also, die Bullen sind manchmal Einzelgänger und kommen erst zur Paarung zur Herde zurück. Aber eigentlich sind es ausgesprochene Herdentiere. Was ist es denn? Ein indischer oder ein afrikanischer Elefant? Keine Ahnung. Sie hat nicht mit mir geredet. Sie hat nicht mit dir geredet? Das wundert mich aber. Aber können wir nicht irgendwann mal ohne Tiere am Tisch essen? Papa redet mit Elefanten. Stimmt's, Papa? Nein, das stimmt nicht. Man muss mit den Elefanten nicht reden. Man erkennt sie an den Ohren. Die mit den großen Ohren kommen aus Afrika, die mit den kleinen kommen aus Indien. Was ist denn das? Indisch. Celine wollte Toni beeindrucken. Dafür nahm sie jeden Mist auf sich. Hi, Celine. Du bist ja voll in deinem Element. Also, wenn du mich fragst, sie steckt ganz schön in der Scheiße. Darf ich Zawadi auch mal füttern, Toni? Das ist noch anstrengender als ausmisten. Sie frisst und frisst und frisst. Hab ich schon gemerkt. Hab ich euch schon mein neuestes Kunststück vorgeführt, Signorine? Keiner von uns ahnte, dass Papa ein Problem mit dem Zirkus hatte. Nicht einmal Mama. Was kann ich für Sie tun, Signore? Dr. Hansen, angenehm. Oh, scusi, Dottore. Vielleicht können Sie meiner Frau etwas geben. Sie hat Halsschmerzen und sie muss noch ein Schwert schlucken. Nein, ich bin Tierarzt. Ach, unsere Tiere sind alle in Ordnung, Dottore. Tatsächlich. Zawadi ist nur ein wenig müde. Ja. Frisst das Tier? Nein. Wir geben ihr alles, was wir haben und noch mehr. Machen Sie bitte keine Mücke aus dem Elefanten, Dottore. Und aus dem Elefant kein Problem. Kann ich mal die Zawadi. Fußsohle sehen? Zawadi. Bravo. Ja. Zawadi. Oh. Na ja, das sieht aber ganz gut aus. Ja, sag ich doch, Dottore. Finden Sie nicht, dass Ihr Zirkus ein bisschen zu klein ist, um so ein großes Tier zu unterhalten? Ich meine, das Fressen kostet doch ein Vermögen. Justo, es ist nicht immer ganz einfach. Aber wir kommen schon über die Runden. Außerdem brauchen wir jede Attraktion, sonst sind die Tage gezählt. Naja, ist nicht einfach, ich verstehe schon. War der Elefant mal beim Tierarzt? Er hat hier über der Schulter eine Verletzung. Ist wahrscheinlich nichts Schlimmes, aber... Das habe ich auch schon bemerkt und ich wollte auch schon einen Tierarzt rufen. Und nun, in grazie a Dio sind Sie hier. Was für ein Glück, ja? Also, bevor ich den Elefanten nicht untersucht habe, kann ich ihn nicht auftreten lassen. Wäre schön, wenn die Kinder nicht nur dauernd neue Tiere anschleppten, sondern sich auch mal um die Alten kümmern würden. Die freuen sich wie verrückt auf den Zirkus, ha? Na klar, ich doch auch. Scheint eine tolle Truppe zu sein, sogar mit Elefant. Ja, das ist eine tolle Truppe. Vor allem der Direktor, wie aus dem Bilderbuch. Was ist denn los? Der Elefant hat eine Verletzung an der Schulter. Ich muss ihn unbedingt vor der Vorstellung noch untersuchen. Ich will kein Spielverderber sein, aber ich kann nicht riskieren, dass die Verletzung noch schlimmer wird. Außerdem habe ich das Gefühl, dass Sie mit dem großen Tier wirklich überfordert sind. Was willst du denn machen? Du kannst denen das Tier ja nicht wegnehmen. Und, Signore Bürgermeister, vielleicht geben Sie uns die Ehre, am Anfang der Show eine Ansprache zu halten. Hm? Nein, sowas kann ich nicht. Nein, nein, wirklich aber nicht. Aber sicher, Sie können. Sie nein. Sind geboren für die Manege, glauben Sie mir. Das heißt, wenn die Vorstellung noch stattfindet. Sie wollen die Vorstellung verbieten? Hier verbietet nur einer was und der verbietet gar nichts. Ich freue mich nämlich auf diese Elefantennummer. Herr Malafosse hat mich sicherlich falsch verstanden. Nicht der Zirkus, sondern der Elefant hat Auftrittsverbot. Er hat nämlich eine Verletzung an der Schulter und die muss behandelt werden. Ja, und jetzt? Haben Sie vielleicht einen Ersatzelefanten dabei oder was?
Lassen Sie mich bitte durch, ich muss meine Arbeit tun. Während Papa den Elefantenflüsterer spielte, mussten wir Diktat schreiben. Ein Schultag wie jeder andere, bis Toni kam. Schule vor 100 Jahren. Meistens besuchten die Schüler auf dem Dorf zusammen eine Klasse. Sie durften nur reden, wenn sie gefragt wurden, und saßen in engen Holzbänken. Wenn Sie mich fragen, ich muss mal. Ach, hättest du das nicht vorm Diktat? Na gut, geh schnell. Scusi. Ich bin Toni. Ja, ich kenne dich noch gut, Toni Malafosse. Jetzt setz dich schnell hin. Du bist nämlich zu spät, mein Lieber. Ich weiß, Signora. 2 Jahre. Wer nicht fleißig war oder den Unterricht störte, musste sich in eine Ecke stellen. Strenge Lehrer verteilten sogar Schläge mit dem Stock. Ey, das ist mein Platz, du Clown. Sogar Schläge. Ich dachte, hoffentlich bleibt der Zirkus lange. Mit Toni und Jonas machte die Schule viel mehr Spaß. Scusi, aber ich bin irgendwie nicht in der richtigen Stimmung. Außerdem habt ihr ja gehört, was die Lehrerin gesagt hat. Ich soll lieber für Mathe lernen als alte Mortale. Ich könnte dir Nachhilfe geben. Vielleicht braucht er ja gar keine. Wer hat dich denn gefragt? Du stehst doch selbst auf der Kippe. Ich weiß nicht, ob wir lange genug hier sind, um für die Schule zu lernen. Wieso? Ihr seid doch gerade erst angekommen. Zawadi kann nicht auftreten. Und wenn sie nicht auftritt, kommen nicht genug Zuschauer. Und wir können das Futter nicht mehr bezahlen. Wenn ich dir irgendwie helfen kann. Danke, Grete. Wenn doch dieser dumme Tierarzt nicht wäre. Er sagt, wir lassen Zawadi verhungern. Unser Zirkus sei zu klein für so ein großes Tier. Ach ja? Schau mal an, Greta. Sagt dein Vater das? Dein Vater? So mager? Das ist ja wohl ein Witz. Das ist ein Elefant, der wiegt fast 10 Kilo. Ja, aber auf 11,5 sollte er kommen, Herr Doktor. Für die Ausstellung. Ah. Habe ich schon gehört, das ist ein Riesending für euch hier, die Kleintierausstellung. Ich gebe Ihnen mal ein Rezept. Papa, wo bist du? Warum tust du das? Hallo, mein Schatz. Nur weil du den Zirkus nicht magst, verderbst du uns allen den Spaß. Also, wovon redest du denn? Das weißt du ganz genau. Hör mal, Zawadi kann nicht auftreten, die ist verletzt. Das ist doch nicht dein Ernst. Deinetwegen müssen sie alle aus Waldau weg, es ist alles deine Schuld. Nein, Sie können gerne in Waldau bleiben, meinetwegen. Sie können auch auftreten, nur ohne Elefanten. Zwar ist Ihre größte Attraktion. Wie sollen Sie denn das Futter bezahlen, wenn keiner kommt? Ich glaube, es handelt sich um eine vorübergehende Appetitlosigkeit. Das ist, Ach ja, wenn du mich suchst. Ich kümmere mich darum, dass Zawadi genug zu essen bekommt. Bring deine Hilfe. Klar, worum geht's denn? Eine total wichtige Sache. Aktion Brot für Zawadi, alles klar? Toni und der Zirkus brauchen unsere Hilfe. Wir müssen Futter für Zawadi besorgen. Dann frag doch den tollen Toni, ob er dir hilft. Ist ja schließlich sein Elefant. Sag mal, kann es sein, dass du eifersüchtig bist? So ein Quatsch. Du spinnst doch. Fällt dir bloß nichts ein. Gut, dass es in Waldau noch andere Menschen gab, die für Zawadi, oder besser gesagt für Toni, alles tun würden. Cool, Celine. Da wird sich Toni sicher freuen. Meinst du? Klar. Für wen ist das denn? Ach, nur ein paar alte Sachen für Zawadi. Brot, Gemüse und so. Für? Ihr wollt euch doch nur bei Toni einschleimen. Dabei ist dein Vater, Greta, schuld daran, dass die Familie jetzt weiterziehen muss. Greta kann doch nichts dafür, was der Vater macht. Also was machen wir? Wir wollen doch, dass der Zirkus bleibt.
Sieht ja nicht toll aus. Hi, Toni. Das Kostüm steht dir total gut. Du, wir haben ein bisschen was gesammelt für euren Elefanten. Der Bäcker und die Wirte haben was gegeben. Du? Weiß dein Vater, dass du hier bist? Das reicht natürlich nicht, schon klar. Wir ziehen auch noch mal los zu den Bauern. Danke, echt klasse von euch. Wir waren echt gespannt auf die Premiere. Durch die Futteraktion fühlten wir uns schon selbst wie Zirkusleute. Aber alle Anstrengungen waren vergeblich. Holt bitte eure Hefte raus. Wir müssen das Diktat wiederholen. Ihr wart wohl in Gedanken schon im Zirkus. Frau Heidelbach, Toni lässt sich entschuldigen. Es ist ja so viel zu tun vor der Premiere. Er hat mich gebeten, ihm zu sagen, dass er erst zur zweiten kommt. Gut, also. Wo kommst du denn her? Was, kann man nicht mehr zu spät kommen, ohne gleich Purzelbäume schlagen zu müssen? Der Zirkus ist weg, die Wagen, das Zelt, alles. Ich war heute Morgen schon da. Toll gemacht, Greta. Jetzt ist Toni weg. Wenigstens müsst ihr euch jetzt nicht mehr um Toni streiten. Dein Vater hat sie verjagt, Greta. Das ist gar nicht wahr. Ich weiß doch auch nicht, warum sie weg sind. Wir haben doch auch das Futter besorgt. Wie kann Toni mir das antun? Dabei wollte ich doch meinen Geburtstag im Zirkus feiern. Du hast Geburtstag? Hast mir ja gar nichts erzählt. Es will immer nur um dich gehen, was? Hey, komm mal her! Wir haben hier was vergessen. Das glaube ich einfach nicht. Das glaube ich einfach nicht. Lilie! Was macht das Kaninchen im Wäschekorb? Das gehört zu unserem Zaubertrick, aber nicht Papa verraten. Mach ich nicht, versprochen. Lilie, kannst du bitte mal ins Telefon gehen? Hallo? Hallo Lilie, ich bin's. Ich muss dir was erzählen. Kannst du ein Geheimnis für dich behalten? Ja, na klar! Versprochen? Ja. Gut, denn ich brauche dringend deine Hilfe. Wir müssen Zawadi bei uns zu Hause verstecken. Wichtig ist, dass Mama und Papa nichts davon erfahren. Du weißt ja, wie Mama auf neue Tiere zu sprechen ist. Also, kann ich mich auf dich verlassen? Kannst du Mama irgendwie ablenken? Auf jeden Fall. Gut, dann sind wir in etwa einer halben Stunde da. Und kein Wort zu Mama und Papa. Ich bin noch kein kleines Kind mehr. Und, wer war's? Ach, nur Greta. Was wollte sie? Nichts. Sag mal, muss Papas Auto eigentlich immer in der Garage stehen? Auf Lilie könnte man sich eben verlassen. So, mein Fräulein. Was heckt ihr beide da schon wieder aus? Nix. Na gut. Du hast es so gewollt. Dann müssen wir wohl andere Seiten aufziehen. Mm-mm.
gut. Greta will den Elefanten bei uns verstecken. Jetzt ist Schluss. Ein für alle Mal. Ich mache Vogelkäfige sauber. Ich mache Hundedreck weg. Ich sammle sogar Schafsködel ein. Aber das mache ich nicht weg. Das nicht. Ein Elefant ist ein sehr großes Tier und Waldau ein sehr kleines Dorf. Nach ein paar Minuten wussten es alle. Dummerweise auch meine Eltern. Das glaube ich ja jetzt nicht. Zabali, ja, ganz ruhig. Niemand tut dir was. Komm, wir wollen dir nur helfen. Mit so einem Elefanten ist nicht zu spaßen. Wo ist denn der Zirkus hin? Ich weiß es nicht, Papa. Aber das ist doch ein Scherz! Dass ich nicht lache. Ha, ha, ha. Sie haben die Zirkusleute vertrieben. Sie sind so ein verdammter Rechthaber. Ruhig, Grieshaber. Sehen Sie nicht, dass er völlig harmlos ist? Das ist selbst für Sie eine Nummer zu groß. Dafür stehen Sie gerade, das sage ich Ihnen. Sorgen Sie lieber dafür, dass er was zu fressen kriegt. Für einen hungrigen Elefanten kann ich nicht garantieren. Papa machte sich umsonst Sorgen. Denn auch Zawadis Appetit hatte sich inzwischen rumgesprochen. Na bitte, geht doch. Ist aber großzügig von Ihnen. Tja, da habe ich jetzt gar nichts gewusst davon. Jonas, was machst du denn hier? Toni, hin oder her, ich konnte dich doch nicht im Stich lassen. Jonas, du bist echt der Größte. Ich weiß. Den Direktor hätte ich gern gesprochen. Aber ich warte. Ich habe Zeit. Elefanten werden ja alt. Ich habe mir die Finger wund gewählt. Das ist gar nicht so einfach. Ich habe keinen Zoo gefunden, der sie nehmen würde. Sie meinen, der Elefant muss dran glauben. Es sei denn, Es sei denn, wir finden in Waldau vorübergehend eine Notunterkunft. Oh nein, 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 nein. Da wird mein Kühn ja die Milch sauer. Außerdem habe ich gar nicht so eine große Scheune und 200 Kilo Futter am Tag. Wer soll das bezahlen? Ihr braucht gar nicht erst zu fragen. Die Antwort lautet nein. Der kommt mir nicht ins Haus. Was? Du hast mir versprochen, dich zu halten. Hab ich ja. Aber Mama hat mich erpresst. Frag bloß nicht, es war die Hölle. Was? Du hältst dich da mal schön raus, junge Dame. Schließlich hast du uns das Ganze mal wieder eingebrockt. Aber was denn eingebrockt? Den Elefanten. Komm, Papa, wir schaffen das. Oh, nein, 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 nein. Du hast recht, das ist ein bisschen zu viel Tier auf einmal. In welche Richtung sind die Zirkusleute eigentlich abgehauen? Sie kamen vom Norden, also werden sie wohl nach Süden weitergefahren sein. Moment mal, Junge, runter vom Traktor. Das ist das Problem von Herrn Doktor, der übrigens auch für den Flurschaden aufkommt als neuer Elefantenbesitzer. Ja. Gib mir die Autoschlüssel, ich fahr den nach. Der kann sich auf was gefasst machen. Der hat ja wohl nicht mehr alle Tassen im Schrank. Moment, wer hat hier nicht alle Tassen im Schrank? Sind Sie eigentlich verrückt geworden? Was fällt Ihnen ein, einfach abzuhauen und uns mit Ihrem Elefanten hier alleine zu lassen? Was haben Sie sich dabei gedacht? Sie haben doch nicht wirklich geglaubt, dass ich... Ich war nur kurz in der Werkstatt den Elefantenwagen holen. Es gab ein Problem mit der Vorderachse und musste repariert werden. Die anderen sind vorgefahren. Ja, warum sind Sie denn eigentlich abgereist? Wissen Sie, Dr. Horde, wir hatten von Anfang an das Gefühl, hier in Waldau nicht willkommen zu sein. Das Problem um Zawadi, das Auftrittsverbot. Tja, da hat der feine Herr Doktor ein bisschen über die Stränge geschlagen, hm? Ja, und die Platzmiete war auch nicht gerade billig. Ach, aber da lässt sich doch was machen, oder, Grieshaber? Und was wird aus Zawadi? Ich habe da vielleicht schon eine Idee. Papa hat verzweifelt eine Herde für Zawadi gesucht. Wann meinen Sie? Gut, okay, dann warte ich auf Sie. Alles klar, alles klar. Ui, avanti, avanti! Dottore! Dio mio, Ihre Frau hat vielleicht Temperament? Normalerweise hat sie Geduld, besonders mit mir.
Aber was zu viel ist, ist zu viel. Und die Vorstellung von einem Elefanten in meinem Vorgarten ist definitiv zu viel für mich. Nicht nur für Sie. Ich denke, der Elefant ist uns allen über den Kopf gewachsen. Hm? Ja, aber das hätten Sie sich früher überlegen müssen. Warum haben Sie sich überhaupt einen Elefanten angeschafft? No. Ich habe ihn nicht angeschafft. Ich habe ihn geerbt. Wo erbt man denn Elefanten? In einem anderen Zirkus. Der musste aufgeben, Poveraccio. Und da dachten wir, bene, dai, geben wir Zawadi ein neues Zuhause. Komm, wir gehen rein. Ich komme gleich nach. Menschen, Tiere, Sensationen. Das ist der Zirkus. So war es immer. Ja, aber heute gibt es Fernsehen, Kino, Computerspiele. Si, esatto. Es wird immer schwerer. Da muss man was Besonderes bieten. Sie sind ein kluger Mann, Dottore. Und nun seien auch Sie mein Gast. Ja, so schnell geht's nicht. Ah, wir sind gekommen, Sie zu holen. Finito. Nein, nein, das ist nicht Ihr Ende. Ich habe einen Zirkus gefunden, der Zawadi aufnehmen möchte. Grazie. Mille grazie, Dottore. Danke, dass ich dich um Zawadi kümmere. Es bricht mir zwar das Herz, aber es ist besser so. Vorwärts. Alle, vorwärts. Und so ging die Elefantenaffäre doch noch gut aus. Und Zawadi bekam ein neues Zuhause. Als Ersatz mussten wir natürlich eine neue Zirkusnummer aus dem Hut zaubern. Komm, wir sind gleich dran. Du musst doch meinen Trick sehen. Und Greta darf auch mitmachen. Und der Auftritt in der Manege, das war das Allerbeste im Sommer. Aber ein Elefant als Haustier, das wäre auch nicht schlecht gewesen.